So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr esst ja alle gerne Pizza, ne? Ich nicht, deswegen sehe ich auch so aus. War natürlich ein Scherz. Ich esse natürlich auch gerne... Ich esse natürlich auch gerne Adi und ich habe mal wieder eine Pizza entdeckt, die sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, beziehungsweise ist die von der Firma Pizza A. Wenn ihr die Firma nicht kennt, so sieht das aus, Pizza A. Ich weiß nicht, wie man das hinschreibt. Probier was Neues, nur für kurze Zeit. Einmal Pizza... Einmal Pizzeria Pizza Kürbis Cranberry 25 cm. Eine Pizzeria Pizza. Das ist nicht eine normale Pizza, das ist eine Pizza aus einer Pizzeria mit Kürbis und Cranberry. Also Kürbis ist ja noch okay, ist ja wie Mais, ne? Sieht man ja. Cranberry für die süßliche Note, wer sich das wieder einfallen lassen hat, die wollen wir heute mal probieren. Da steht noch hier ATC, ich weiß nicht, was ATC ist. Hier Rückseite, auf der Rückseite steht auch noch mal mehr. So sieht die also aus auf der Rückseite. Zeigen sie euch noch mal von der Vorderseite, auch fürs Thumbnail. Vielleicht mal kurz stillhalten. Gucken hier so oben drüber. Adi sitzt auch da, positioniert sich fürs Bild. Pizza A, einmal Pizzeria Pizza, Kürbis Cranberry Pizza mit Butter, Butternuss-Kürbis, schnittfesten Mozzarella, Bauchspeck, Cranberries, Zwiebeln und Ziegenkäse. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo die her ist, aber ich glaube, die war aus dem Lidl. Genau, die müsste, glaube, nee, Aldi. Lidl oder Aldi? Das, was unten ist, glaube ich. Also doch Aldi. Ich glaube, die war aus dem Aldi. Pizza A gab es verschiedene Sorten, das andere waren alles normale Sorten, aber weil sowas man ja eigentlich nicht kennt, Pizza mit Kürbis und Cranberry, dachte ich, nehmen wir die mit. Die packt man nämlich jetzt auch mal aus. Speck ist auch drauf, habt ihr gehört? Wie packe ich die denn hier? Ich muss immer gucken. Ich wollte mir immer so besondere Pizzakartons an die Wand hängen, um meine Küche irgendwie schön zurechtzumachen. Guckt doch mal, wie saftig lecker und toll die aussieht. Und dann guckt mal jetzt hier. Da ist gar nichts drauf. Das verstehe ich nicht. Sieht aus, als hätten sie einfach den Belag vergessen. Guckt euch das an. Boah, die Cranberries und dick und fett, der Bauchspeck und alles. Und dann... Also hat irgendwie Farbe verloren. Sieht irgendwie so nackig aus, egal. Adi rastet auf jeden Fall aus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, Adi ist interessiert. Die machen wir jetzt mal warm. Gucken uns die dann mal an. Wenn die fertig ist, vielleicht kommt das Dunkle dann noch durch. Von unten nach oben. Alter, was ist mit der passiert? Ich glaube, die liegt schon so lange. Die hat unten einen Eisboden angesetzt. Oder soll das Papier sein? Ich weiß nicht, was das ist. Hier ist auf jeden Fall alles komplett vereist. Wenn ihr hier rangeht, oder? Das ist kein Papier, oder? Nee, das ist Eis. Die ganze Pizza, der ganze Pizzaboden ist zugeeist, ist zugefroren. Man kann das hier abblättern. So. Bin ich mal gespannt, was das wird. Die liegt bestimmt schon 10 Jahre da unten, deswegen haben sich die Zutaten schon aufgelöst. So, die Pizza ist jetzt fertig und ich habe das jahrelang falsch verstanden. Die schwarzen Teile... Die sind gar nicht vorher drauf, die kommen erst beim Backen, zumindest bei meinem Ofen, so wie das aussieht. Denn plötzlich habe ich überall schwarze Punkte auf der Pizza, überall verbrannte Stellen und so sieht es aus wie auf dem Bild original. Kann ich euch auch nochmal so zeigen. Wenn wir das rumdrehen, vielleicht machen wir so das Thumbnail-Bild. Nein! Mit Katze. So ungefähr. Guck, und Adi ist noch dabei und so sieht das doch dann gut aus. Eine Kürbis-Cranberry-Pizza. Rezepte hier, das sind gar keine Cranberries, das sind verbrannte Stellen aus dem Ofen, genau wie jetzt hier. Seht ihr, da ist schwarz, da ist schwarz, da ist schwarz, da hinten ist schwarz. Überall ist schwarz. Von Hirntod Records, genau. Das wollen wir jetzt natürlich noch schneiden. Ich gehe mal hier ein Stück zurück. Das fühlt sich nämlich alles sehr... sehr lapprig an. Ihr seht, das hat jetzt eigentlich
Oh, verdammt, das hat jetzt eigentlich nichts mit einer Pizza zu tun. Unten war es halt gefroren. Nein, Adi, lass die Cranberry in Ruhe. Unten war es, wie gesagt, so extrem gefroren. Ist jetzt nicht knusprig. Oben ist schon wieder schwarz. Ofen beste, das heißt, ich habe sogar nur auf 150 Grad gemacht. Wir versuchen das jetzt mal hier zu schneiden. Normal geht das immer richtig schön zu schneiden, ja. Jetzt ist es eher im Prinzip wie einfach zum Auseinanderziehen. Adi, nimmst du jetzt die Nase da raus, habe ich gesagt. Hast du gar nicht gesagt. Das hast du jetzt erst gesagt. Hast du gesagt, dass du es gesagt hast. Das stimmt. Da hast du mich wieder mal gut ausgekondert. So. Und jetzt, wenn das fertig ist, habt ihr hier schön vier Teile Pizza und ich glaube, ich kann vorher schon davon abraten, kauft euch keine Pizza mit Cranberry Kürbis. Esst einfach normale Pizza. Gestern habe ich auch eine andere gemacht, die ist auch nicht so geworden. So, wir versuchen jetzt mal hier so ein Stück zu nehmen. Ich weiß nicht, wie wir das essen sollen. Am besten, wir falten das einfach einmal zusammen. Und wenn wir das einmal zusammengefalten haben, Mann, jetzt hör doch auf! Und wenn wir das einmal zusammengefalten haben, habt ihr so eine kleine Pizzatasche. Und dann beißen wir da mal rein. Schmeckt wie? Schmeckt irgendwie gerade wie Flammkuchen oder wie so ein Zwiebelkuchen. Durch die Zwiebelchen und den Speck. Eigentlich ganz interessant. Irgendwie kommt trotzdem eine süßliche Note mit durch. Dass der Teig so lapprig ist, stört überhaupt nicht. Kein bisschen. Und kommt von der Tatsache her, dass das eine Pizza sein soll, kommt davon weg, dass das eine Pizza sein soll, denkt einfach, das ist ein Wrap. Wrap ist ja eh immer ein bisschen weicher. Wrap wird zusammengeheftet. Und dahingehend muss ich sagen, schmeckt das eigentlich ganz okay. Wie gesagt, mit schnittfest Mozzarella, Bauchspeck, Zwiebeln, Ziegenkäse, Butternusskürbis, Cranberries. Eine interessante Kombination. Ermundet auf jeden Fall. Obwohl die Konsistenz manche jetzt wieder richtig abartig finden würden. Ich finde es okay. Schlappriger Teig. Geschmack ist da. Werden wir einfach so essen. Ja. Würde ich mir sogar nochmal holen. Mit einem richtigen Ofen und dann mal probieren, wie es ist, wenn man es richtig isst. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Guckt euch die Pizza an. Wie gesagt, Aldi oder Lidl war das. Guckt mal nach. Vielleicht findet ihr die noch. Ist ja nur für kurze Zeit, ist bestimmt also schon weg. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Boah. Diese speckige Note, die da jetzt durchkommt, mit dem Käse dazu. Wie Dings hier, wie Flammkuchen. Flammkuchen mit Cranberry und Kürbis. Mmh.